Moin Leute, euer Xemnas begrüßt euch zu einem neuen Theorie-Video und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Schauen. Der neue Theorievorschlag ist vom guten Son Gotenks. Was wäre, wenn Trunks in der Vergangenheit geblieben wäre? Nehmen wir an, Bulma hätte nie die Zeitmaschine gebaut oder sie hätte einfach nicht funktioniert. So wäre es Trunks nie möglich gewesen, in die Vergangenheit zu reisen. Doch was hätte es an der Vergangenheit geändert? Die Antwort ist eigentlich klar, Son Goku wäre an der Herzkrankheit gestorben und die Cyborgs hätten die Z-Kämpfer ein nach den anderen getötet. Aber nur danach zu gehen, wäre ja langweilig, oder was Leute? Die magischen Bohnen konnten ja Son Goku nicht heilen. Finde ich auch logisch, weil die magischen Bohnen sind ja dafür da, um schwere Verletzungen zu heilen, keine Krankheiten. Das ist für mich auch ein Grund, warum sich Son Goku nicht heilen konnten. Aber Son Goku hätte auch auf eine andere Art geheilt werden können und die Antwort lautet ganz klar, Shenlong. Krankheiten kann Shenlong ja ohne Probleme heilen, hat man ja auch in Dragon Ball Super mit Pan gesehen. Ob Trunks die Z-Kämpfer gewarnt hätte, hätte nicht so viel Unterschied gemacht. Nur in der Zukunft haben sie sich sehr dumm angestellt, aber musste halt zu Dragon Ball Z passen, also dass Trunks in die Vergangenheit reist. Weil Son Goku und Vegeta trainieren ja so oder so immer, Piccolo genauso, da er genauso ein Kämpfer ist. So wäre es dann später zum Kampf gegen die Cyborgs gekommen, dieses Mal mit Son Goku an ihrer Seite, der keine Herzkrankheit mehr hätte. Son Goku hätte C19 erledigt und Vegeta C20, Dr. Gero. Somit, dass Dr. Gero erledigt wurde, hätte er auch nie C17 und C18 aktiviert. Nebenbei, C16 wäre auch nicht aktiviert worden. Gott hätte dann Piccolo zu sich geholt, da er Cell spürt. So hätten Piccolo und Gott sich wieder vereint. Piccolo, Son Goku und Vegeta hätten dann gemeinsam Cell in die Knie gezwungen. Und Frieden wäre dann wieder eingekehrt. Son Goku hätte dann noch Denne geholt, damit er der neue Gott der Erde wird. Wie fandet ihr diese Theorie? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr noch weitere Theorievorschläge habt, dann schreibt dies auch in die Kommentare. Wenn sie mir gefallen, nehmt sie auf jeden Fall gerne mit auf meine Liste und wenn euch das Video noch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ich wünsche euch wie immer noch einen schönen Tag. Bye!